Beckham ist meine Heimat. Hier arbeite ich und hier bin ich aufgewachsen. Ich bin seit 15 Jahren ehrenamtlich in der Stadtverordnetenversammlung in Kelkheim als stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher und seit 11 Jahren im Sozialausschuss tätig. In die Zukunft gewandte Politik, das ist mir ganz, ganz wichtig. Da müssen wir unsere Prioritäten legen. Ein wichtiges Thema ist auch die Bildung und die Betreuung unserer Kinder. Beste Betreuungsmöglichkeiten, die sich am Bedarf der Eltern orientieren, gemeinsam mit den Kita-Leitungen. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben. Das ist mir wichtig. Wir nutzen nicht mal die Möglichkeiten einer Verkehrssimulation. Fakt ist doch, dass der Verkehr morgens aus Kelkheim raus und abends nach Kelkheim rein will. Hierfür müssen wir sinnvolle Verkehrskonzepte entwickeln und Verkehrsleitsysteme aufstellen. Vor 25 Jahren bin ich in die Freie Demokratische Partei eingetreten. Hier ist meine politische Heimat. Offen, tolerant und freiheitlich. Allerdings teile ich nicht alle Ideen mit den Freien Demokraten. Deshalb stehe ich heute als unabhängiger Bürgermeisterkandidat vor Ihnen. Ein freier Mensch mit freien Ideen, der das Beste für Kelkheim will. Mein Name ist Patrick Falk und ich bitte um Ihre Stimme am 14.06. bei der Bürgermeisterwahl.